Ray Garvey ist ein Herzensmensch. Immer wenn ich die Gelegenheit habe, mit ihm zu sprechen, merke ich das sofort. Da ist diese Wärme, sein Optimismus und der Wunsch, das Gute im anderen zu sehen. Halo heißt sein neues, sehr persönliches Album. Es geht um dieses Leuchten, das wir alle in uns tragen. Manchmal leuchtet es stärker, manchmal ein bisschen schwächer. Herzlich willkommen, Ray. Hi Sylvia, freue ich mich wieder hier zu sein. Also dein Album, dein neues, du hast so viel Liebe, Ray. Ja, das ist ganz ehrlich, manchmal würde ich gerne ein bisschen anders sein, aber das weißt du, ein bisschen mehr Abwechsel halt, ist es auch drin natürlich, aber Liebe ist auch ein Thema, die glaube ich uns allen beschäftigt oder sollte zumindest. Und da gibt es halt witzigerweise 3 Lieder auf dieser Platte und die haben alle Liebe in der Titel. Und Rick Rubin, der großartige Produzent, der hat mal gesagt, wenn es dich stört, dann mach's lauter. Und dann habe ich die 3 einfach alle, weil die auch super zueinander passen, habe die alle 3 nebeneinander auf der Platte getan. Und ich dachte, okay, dann in your face. Und ich stehe dazu. Irgendwie so. Ich finde, der Musik ist natürlich, der ist viel Vielfalt. Aber die Themen manchmal haben schon einen ähnlichen Klang in Form von lieb dich selber halt irgendwie so und such deine Liebe oder sei stark und glaub an dich selber und deine Liebe zu dir selber, das ist am wichtigsten. Ja, weil ich glaube auch Halo bedeutet dir sehr, sehr viel und dieser Hit hat eine Magie, weil das ist so ein Song, also den will man immer wieder hören. An dem kann ich mich nicht satt hören. Also da freue ich mich drauf, Silvia, weil das ist als wir dieses Lied geschrieben haben, habe ich gedacht, okay, ein großartiges Lied, ich liebe es. Ich habe es mit Dan Breyer in London geschrieben. Aber als ich nach Hause kam, dann habe ich, weil ich habe eigentlich nicht diesen Abstand von Musik, von meiner eigenen Musik zu wissen, wie gut ist ein Lied oder nicht. Also und dann habe ich das Josephine vorgespielt und sie meinte nur direkt, this song is gonna change your life. Oh. And I was like, oh, okay, wow. Wir haben das echt 4-5 Mal aufgenommen. Und das hat irgendwas gefehlt die ganze Zeit. Und dann der letzte Tag beim Aufnehmen habe ich Josephine angerufen und gesagt, halt, Baby, bring einfach die Kinder ins Studio. Und dann haben wir zu viert diese Chor eingesungen. Und das war für mich die absolute, okay, now it's finished. Und ich liebe es und ich meine, ich rede gerne darüber, aber am Endeffekt will ich, dass jeder das hört. Es hat eine Botschaft natürlich, irgendwie so das für jemanden da zu sein, die man liebt, der durch eine harte Zeit zu gehen und einfach diese Stütz, diese Halt gibt. Und ich glaube, das ist im Moment sehr häufig, dass wir, ich merke es, das Album ist schon über eine Zeit geschrieben von 4 Jahren. Und als ich das dann zusammengestellt am Ende, habe ich gemerkt, dass viele von den Liedern alle den gleiche Botschaft haben. Und, ja. Und das war irgendwie, wir schaffen das. Und zusammen. Und das ist so relevant im Moment, irgendwie so, ohne geplant zu haben, weil wir durch eine harte Zeit gehen. Und, aber ich finde halt, da gab's immer harte Zeiten. Und wir haben die auch überstanden. Und wir würden diese Zeit irgendwie überstehen. Und wenn wir zusammenhalten, dann ist der Weg auf jeden Fall leichter. Wie du jetzt Halo beschrieben hast, ist mit einer der persönlichsten Lieder von dir. Aber wir alle können uns unsere eigene Botschaft aus diesem Titel ziehen. Ich glaube, wenn beim Songwriting ist es oft, dass man sucht halt die ehrliche Wörter, weil das ist, also in ehrliche Wörter ja. Findest du die Stimme von jeder. Und weil wir alle vielleicht das Gleiche sagen wollen. Und ich finde diese Botschaft auch, I'll be there for you. Ich bin für dich da. Das ist auch irgendwie das, was jeder sagen könnte. Und ich meine, ich bin halt Musiker und Songwriter. Das ist mein Job. Das ist meine Passion. Das ist das, was ich mache. Und ich glaube, ich mache das dann nicht nur für mich, aber für jeder, der das sagen will, aber nicht das sagen kann. Nicht die richtigen Wörter findet. Und wenn du das hörst, dann mir geht's genauso als Zuhörer von anderen Musik. Wenn du einmal hörst einen Text, dann denkst halt, genau. Und ich meine, als Songwriter ist das Ziel nicht, das zu schreiben. Das Ziel ist einfach, die ehrliche Wörter in dir selber zu finden und die zu schreiben. Und dann, wenn das vor allem das Richtige ist, dann merkt man auf die Reaktion. Und
it's happening. Oh, es war so süß von Patrick Kelly, ist ja auch so ein Herzensmensch für mich. Ich kenne ihn nicht, aber so wie ich ihn wahrnehme, ja. Und wie der reagiert hat auf diesen Song, das war so schön. Das war crazy. Wir waren backstage und ich meine, der Michael Patrick, der hat irgendwie so einen harten Tag an dem Tag. Das war sein letztes Konzert von seinem Boats Tour. Ein Riesenkonzert ausverkauft in Aachen und dann hat er, der war krank irgendwie so und der kam halt trotzdem und dann hat er gesagt, ey, I want to hear this new song und ich meine, du siehst seine Reaktion und ich war in den Raum und ich dachte, wo gucke ich jetzt hin? Das war also, ja, das war dir schon ein bisschen peinlich fast, ne, so. Nein, nicht peinlich, aber ich bin halt, der ist so viel besser mit seinem Ausdruck von seinen Emotionen als ich. Ah, ich verstehe. Weißt du, weil er einfach so euphorisch sein kann. Und mir fällt es manchmal schwer. Vor allem, wenn es um mich geht. Also, und das ging um mich. Der hörte meine Musik, worauf ich total stolz bin. Aber ich war halt so, what the? Es war ein sweet. Das ist so schön, dass es so Menschen gibt. Und es ist ja auch eine Form von Liebe, der sich so freuen kann für dich, ja. Und für dich und deine Tochter und diesen Song. Das war sehr berührend. Ja, yeah, I mean, das ist, Michael Patrick und ich haben eine Ebene, wo es um diese Austausch, wo wir sehr ehrlich sind miteinander. Und das finde ich halt, mit wie vielen Menschen kann man das in sein Leben? Und ich meine, das ist wichtig, denn die Menschen halt immer in deinen, nicht in deiner Nähe, aber greifbar zu haben, dass man gut austauschen kann. Und wir haben schon irgendwie so eine brüderliche Liebe voneinander, auch wenn wir best bad friends sind. er ist der Bruder, den du nie hattest, kann man vielleicht sagen. Ja, ich glaube, ist so witzig, weil wir beide haben so einen ähnlichen Weg, irgendwie so, und auch in anderen Fällen natürlich total anders, aber diese große Familie, was das alles bringt, auch irgendwie so, die Austausch ist schon oft irgendwie so, seine Geschichte von meiner Geschichte und dann hat er noch eine Geschichte und ich habe genau das Gleiche und das macht Spaß. Ja, das ist spannend. Aber ich fand es interessant, dass du sagst, dass er viel eher zu seinen Gefühlen stehen, wenn es ihn betrifft. Also du kannst es aber auch in Liedern, finde ich, oder? Absolut. Da bin ich halt am ehrlichsten, wenn ich da ehrlich bin, weil ich meine, manchmal schützt man sich selber, weil man denkt halt irgendwie so, ich soll das nicht zeigen oder aber bei Musik darf man diese Grenzen nicht haben. Bei Musik muss man immer, also für mich muss man einfach absolut ehrlich sein, weil that's where the real music is. Also ich finde, das ist der schöne Unterschied und ich hoffe, dass es so bleibt. Dass wenn man irgendwie so, jeder Freitag kommt irgendwie so 130.000 Lieder auf der Welt und davon sind 80.000 oder 70 oder 80.000 KI. Und dann willst du hoffen, dass ein Mensch irgendwie so, der wirklich Emotionen haben kann, besser ist, das zu präsentieren als ein was soll ich das nennen, halt irgendwie so eine Entität, der dann einfach was wiedergibt. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Es ist faszinierend, was möglich ist, aber ich finde es immer noch seelenlos manchmal. Ich finde, dass Entwicklung hat immer was Positives dabei. Und ich meine, das Negative kann man schon sehen halt, aber das Positive muss man eigentlich eher im Vordergrund setzen, wo man sagt halt, ey, hoffentlich so in den Form, nicht in den Form von Kreativität, aber vielleicht in den Form von, weißt du, medizinische Fortschritte ja, zu schaffen. Ja, natürlich. Ja. Dass man, weißt du, wir haben dann ein Klimaproblem. Wenn KI uns da helfen kann, dann bitte, genau das ist das, was wir brauchen. Wenn es um ein Lied zu schreiben, ich glaube, da sind wir gut. Aber ich meine, weil ich würde es schade finden, wenn meine Kinder halt irgendwie so nur mit Wiedergabe leben würde. Ich meine, das ist, ich finde, die Aufgabe eines Songwriters ist, was Neues zu schreiben, nicht nur das wiederzugeben, was jemand anderes geschrieben hat. Und da gibt's viele Songwriters, die bei KI, also die so ähnlich sind wie KI, wenn du mich fragst, aber die Besten, die ich liebe und die am meisten Erfolg haben, sind die wirklich was Neues erfinden. Und es ist nicht eine neue Musikrichtung, es ist einfach das, was du bis jetzt nicht gehört hast. Und deswegen halt, wieso liebe ich die natürliche Entwicklung von Musik.
egal was kommt, die Besten würden immer nach vorne kommen, weil die einfach die Besten sind. Ja, und dieses, also auch Halo, das gibt ja so viele Bedeutungen. Wie würdest du es denn für dich übersetzen, Halo? Für mich, als ich das, also wir waren im so beim Song with Dan in London und dann war das halt so, Marvin, ja, Halo. Und dann habe ich gesagt, habe ich gerade Halo gesungen? Und der war halt, ja, du hast Halo gesungen. Und dann waren wir halt so beschäftigt, dürfen wir das singen? Ist das, can we say this? Und dann habe ich natürlich, als wir den Text alle dann geschrieben haben, dann habe ich mich damit beschäftigt. Und ich fand es super spannend, weil natürlich die deutsche Übersetzung ist Heiligschein. Und würde ich nie irgendwie so versuchen, halt damit zu spielen. Aber ich musste meine eigene Interpretation finden. Und ich bin der Meinung, damals, als zum Beispiel Maler in den 300, ja, 300 oder wie auch immer angefangen habe zu malen, und dann haben die nicht, ich glaube nicht, dass jemand reinkam mit einem Halo über dem Kopf oder also Heiligschein über dem Kopf, aber ich glaube, dass diese Menschen, die da in diese Bilder manchmal gehabt haben, hatten schon eine Ausstrahlung, die nicht wegsehbar war. Ah. Man, das war einfach, kennst halt Menschen, wenn die in den Raum laufen, dann willst du die anschauen, dann willst du die zuhören. Die haben einfach so eine massive Ausstrahlung. Die haben so ein Halo. Genau, also das ist für mich, das ist die innere Licht, der strahlt sich nach außen, das ist das, was man hat. Und das ist nicht immer hell, also manchmal ist es wirklich stumpf, weil der Welt so dunkel ist oder so negativ ist. Und es ist schwer, halt dein innere, dein schönes Licht zu zeigen und auszustrahlen. Ja. Und dann glaube ich halt, das war für mich halt irgendwie so, weil das Lied ging um meine Tochter und manchmal ist es schwer, halt irgendwie so dein Lächeln zu zeigen, irgendwie so dich selber zu sein und glücklich zu sein. Und dann, du verlierst halt deine Ausstrahlung dadurch, also du strahlst nicht so. Und das war halt so diese Halo, aber der Botschaft ist, ich bin aber auch da, um das wieder aufrecht zu halten und richtig so, dass du strahlen kannst. Und ich glaube halt, das war mein Verständnis vom Halo. Und ich verliebe mich tatsächlich in diese Bedeutung, weil ich sehe Menschen ein bisschen anders jetzt. Ich denke halt, hey, wo ist dein Halo irgendwie so? Wo ist deine Ausstrahlung? Ja, und das Schöne finde ich auch, selbst wenn einer jetzt vielleicht nicht so offensiv strahlt, ja, aber das, jeder hat das, jeder hat sein Leuchten und es gibt Zeiten, da ist es vielleicht nicht so da, da muss der andere vielleicht ein bisschen helfen. Auch da ist Liebe, Liebe zum kleinen und zum großen Licht. Absolut, ich glaube halt irgendwie so, dass irgendwie so dieser Moment, wo man eine Begegnung hat, der negativ ist, das umzudrehen in so was Positives und dann, wo beide so sein oder ihre Bestes sein kann, das ist das Schönste halt, weil im Moment stoßt vielen Menschen gegeneinander und sind einfach negativ geprägt und das Negativität wird mehr. Und umso mehr müssen wir denn positiv sein, um einfach das so an Konkurrenz zu bieten. Halt, weil, weißt du, man, das Ding ist, das kleinste Licht in den dunkelsten Raum ist 10-mal stärker. Und das ist einfach, was wir nie vergessen dürfen. Also wieso das Licht hat so viel mehr Stärke. Und wir gehen durch eine harte Zeit im Moment. Ich meine, es ist nicht nur eine spürbare harte Zeit, es ist eine sehbare harte Auf Zeit. alle Fälle. Viele leiden und müssen kämpfen. Und ich denke, wir waren schon mal hier und wir mussten es wieder schaffen, aber wir schaffen es, vor allem zusammen. Weil das ist halt auch immer, das ist dieser, nicht dieser naive Optimismus. Optimismus ist halt bei dir immer spürbar, ohne dass du die Probleme jetzt verleugnest. Aber du glaubst einfach an das Gute im Menschen. Ich glaube, man muss, ich meine, das Ding ist, es ist natürlich ein bisschen träumerisch, halt irgendwie so zu denken, halt, es würde alles gut sein. Vor allem, wenn man nach links und nach rechts guckst, dann siehst du halt sehr viel was Negatives. Aber diese Samen, die man sehen muss, ist natürlich, dass, ey, wir schaffen das. Also ich glaube, ich bin aufgewachsen in einer Zeit, wo Amerika und Russland wirklich kurz davor die Taste zu drücken waren, wo alle dachten halt, what the fuck? Und ich meine, ich hatte damals, wieso, mein Vater sagt halt, hey Ray, wenn jemand auf die Taste drückt, dann ist es alles vorbei. Und ich war, Papa, das kannst du nicht glauben. Ich will das nicht glauben. Und ich bin immer noch so. Ich bin halt irgendwie so, ich will an der Menschheit zu 100% glauben. Wir sind die abgefuckteste Rasse auf dieser Erde und trotzdem schaffen wir das halt. Und trotzdem haben wir großartige Dinge geschafft. Und klar, im Moment hangen wir ein bisschen
Und das ist nicht schön überall, aber wir müssen, und das ist immer dein erster Schritt, also dein erster Gedanken, ich will mehr vom Leben. Ich will mehr, ich will das schöner erleben. Ich meine, dann bist du die Erste und dann kommt die Nächste und dann die Nächste und dann irgendwann ist es eine Welle. Und daran glaube ich. Ich glaube, bei dir ist auch Demut. Also du willst was zurückgeben. Kann das sein? Ich ehrlich gesagt, ich glaube nicht an Glück. Und ich glaube eher, wenn du was willst, du musst du dafür kämpfen. Und das, was ich mein Leben habe, habe ich dafür gekämpft und schütze die auch und will auch weiterkämpfen davor. Es ist nicht leicht, ein Vater zu sein, das weiß jeder. Es ist auch nicht leicht, eine Mutter zu sein oder ein Mann oder ein Bruder. Aber die Wege sind ziemlich offensichtlich gespalten. Entweder gehst du den richtigen Weg oder nimmst du den falschen Weg. Also man hat die Wahl. Man hat die Wahl. Ich meine, das ist like, ich finde halt, okay, was ich nicht ändern könnte, dass ich in einer Familie mit 7 Frauen aufgewachsen bin. Also mit 7 Schwestern und meiner Mutter 8 Frauen. Ja, das könnte ich, das war, also sag mal, ich war da gesegnet. Kannst du so oder so sehen, ich sage, ich war gesegnet. Aber. Du bist einfach mit dem Verständnis, wenn es vielleicht auch nicht einfach für dich war, aber das, ja, du kennst halt Frauen, ja? Also du hattest sie ja um dich. Ja, also ich bin und gleichzeitig würde ich sagen, dass jede Frau ist anders halt. Wieso? Das ist die Erwartung, dass weil man 7 Schwestern hat, dass man jede Frau versteht, die kann ich dir jetzt durchstreichen. Das geht. Das ist natürlich nicht. Ich bin auf jeden Fall aufgewachsen ohne Vorurteilung. Also ich denke nicht, weil also ich habe es gerade gehabt mit jemandem, wo er gesagt hat, ja und so und ich war halt, ey, ich will mit die Kompetenteste arbeiten, ich will mit die Besten arbeiten und mir ist egal, ob es eine Frau ist oder ein Mann und ich denke, dass jemand, der Geschlecht als in Teil von einem Gespräch zu schätzen, aber mit jemandem arbeiten will oder nicht, das ist ein Fehler. Und ich muss diese Person auch nicht verurteilen. Ich weiß nur, wie ich bin. Und ich meine, ich arbeite sehr viel und sehr gerne mit vielen Frauen. Ich arbeite auch mit Männern. Ich arbeite mit den Besten. Und die Besten bei mir sind halt egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich glaube, das habe ich von zu Hause. Und meine Frau ist eine unglaublich talentierte, also wurde hübsch. Und ich liebe sie, aber Ja, sie ist super kompetent. Und ich total. glaube, dieser Respekt, den wir füreinander haben, ist auch sexy. Also, I love seeing a strong woman. Und ich glaube halt, wie so meine Tochter, dann sage ich halt, ich bin extrem stolz auf ihr, wenn sie ihre Stärke zeigt. Und wenn sie stabil, also sie ist eine erwachsene Frau jetzt. Und wenn jemand sagt, ja, wieso, warum habt ihr jetzt entschieden, irgendwie so Amor in ein Video zu haben? Ich denke halt, ey, die ist jetzt, entscheidet sie. Also nicht wir. Also wenn sie mitmachen will, freuen wir uns. Ich habe mir jetzt noch mal die Kommentare angesehen, also weil es gab ja auch dieses Entweder-Oder, wo also ihr wart so süß und dann schreiben die Leute, oh, ihr habt den gleichen Humor, sie sieht aus wie deine Frau, wie Zwillingsschwestern, sie ist so schön. Deine Tochter ist ja schon so groß. Es geht so schnell. Absolut, aber you know what? Ich glaube halt, dass ich habe mich immer gefreut auf den Moment, wo meine Kinder erwachsen sind. Und Joe meinte immer, nee, lass die erstmal Kinder sein. Ich war halt, ja klar, aber ich freue mich immer, wenn denn jeder Millimeter nach oben, freue ich mich total, weil ich denke halt, ey, ich glaube, das ist einfach nur. Du siehst die Entwicklung, du siehst halt alles, was die einatmen vor Informationen, was die damit machen, wie die damit umgehen. Es ist schon immer spannend, also wieso das ist. Ich habe diese Vaterrolle nie so wirklich halt in mir selber erkennen können. Ich war immer so, ja, also keine Ahnung, wie ich das beschreiben sollte. Ich wollte eher ein Mentor sein. Ah, ich Und verstehe. weil ich habe mich immer zu doof, um ein Vater zu sein, wieso gefühlt, wieso weil mein Vater ist halt so ein Riesenheld, wieso, ne? Der ist halt so ein Riesenkerl auch, wieso. Und ich habe mich nie so wirklich so ich habe immer nach oben geschaut bei ihm und nie gedacht, ich passe in seine Schuhe oder diese Vorderrolle. So, ich habe eigentlich nur versucht, immer die guten Dinge, die er mir gegeben hat, irgendwie so sie vorzulegen oder meine Kinder vorzulegen. Aber ja, es klappt nicht immer, aber so groß klappt schon. Aber so wie es aussieht, also ich habe ja jetzt nur euch beide zusammen erlebt, also das spürt man ja. Da ist ja Ja. eine ganz, ganz tiefe emotionale Verbindung. Und ich glaube aber, was du von deinem Vater übernommen hast, der war halt auch jemand, der Verantwortung übernommen hat, ne? Und ich glaube, das ist auch einfach in dir drin. Ja, I think also ich weiß nicht, mein Vater ist, als sein Vater so jung gestorben ist, dann hat er einfach die Rolle leicht übernommen.
obwohl du nicht die Älteste war in seiner Familie. Die waren auch, glaube ich, 8 Kinder. Also wir scheuen uns nicht davon. Und es hat auch aber mit einer gewissen Führungskraft. Wieso kannst du Menschen führen und auch zu wissen, ob du die Richtige bist oder jemand anderer besser. Ah ja, Also ja. es darf nicht irgendwie so mit der Ego verbunden, dass du denkst, halt, ich will der Chef sein. Es ist eher so, halt, kann ich das machen, dann mache ich das. Wenn ich das nicht gut machen kann, dann suchen wir jemanden, der das kann. Und immer mit dieser Art, irgendwie so damit umzugehen halt. Und Ego ist super gesund, deine Potenzial zu erreichen, aber es sollte nicht irgendwie ein Hindernis für jemand anderes sein. Es ist deine eigene Entwicklung. Mein Papa ist jemand, der wirklich halt durch seine Führung halt Dinge geändert. Der war Polizeichef, aber Familie, und ich meine nicht nur meine Familie, alle Familien waren in ihm wichtiger als der Gesetz manchmal. Und weißt du, der war eher so, ja, wir haben ihn erwischt, ja, der hat's gemacht, aber wir bringen jetzt seinen Vater hier rein, wir diskutieren das und geben ihm halt noch eine Chance. Da war er immer, fand ich halt super fair. Der wollte immer, dass jemand den richtigen Weg findet, halt irgendwie Der hatte so. seine eigenen Werte, ne? Auch. Ja, und der lebt doch, Gott sei Dank. Also Ja, stimmt, ich wollte ihn nicht stellen. Nein, er lebt der immer noch seine eigenen Werte. So. ja. Er soll ganz alt Ja, werden. absolut. Der ist sehr traditionell manchmal, was uns manchmal teilt, wo ich sage, Papa, ich bin anders, aber es ist okay. Aber der ist natürlich eine ganz andere Generation. Aber der hat immer ein Lächeln im Gesicht, also und immer ein Zwinker im Auge. Halt, der, wieso, der ist halt jemand, der versucht, mit der Leichtigkeit wieso mit Problemen umzugehen, als irgendwie so alles so schwer zu haben. Und wir sind beide gläubig. Also wir haben schon manche Dinge, die wir einfach abgeben. Sagen halt, ey, wir können es nicht regeln, deswegen geben wir das ab und beten dafür. Ja, das ist schön. Also ja, das ist klingt gut, wenn man das kann. Es ist ja auch so, dass da ist ja auch viel Verzeihen, ne? Also im Katholizismus kannst du beichten gehen. Also das hat auch was. Ich finde halt irgendwie so. Ich bin gläubiger Mensch, aber nicht religiös. Und ich finde halt, Religion ist so also eine wichtige Teil von unserer Kultur, die positive und negative Wirkungen hat. Aber die Art zu verzeihen, da musst du zu keiner Religion gehören, um das zu können. Und es ist manchmal schwieriger, wenn man zu einer Glaubensrichtung gehört, weil Religion gibt es vor, was man kann und was man nicht kann. Aber ich glaube, in uns allen steckt halt irgendwie so die Möglichkeit oder die Kompetenz zu verzeihen. Und man muss ein bisschen mehr ehrlich mit sich selber sein. Aber es ist ein langer Weg. Also ich würde nie predigen, weil mein Weg war so lang, bis ich selber da ein Gefühl von Glücklichkeit hatte, wo ich dachte halt, ich bin zufrieden. Ich mag mich und ich mag meinen Glauben und ich mag halt irgendwie so mein Leben. Aber es war nicht immer so. Und ich glaube, man muss mit sich selber erstmal anfangen. Man muss sich selber erstmal verzeihen. Ich habe gerade, ich habe von Pink ein Interview gelesen und da habe ich lange drüber nachgedacht. Da geht es so, sie meinte so, ich glaube jetzt sinngemäß, dass wenn man komplett glücklich ist, also sagt sie aus ihrer Erfahrung, kann man nicht kreativ sein. Ist da was dran? Oder würdest du sagen, man kann komplett glücklich sein und trotzdem kreativ? Nee, ich glaube, dass da ist schon was dran. Irgendwie so, wie soll ich das beschreiben? Ich glaube, ein bisschen, also für mich, wenn ich Songwriting gehe oder in eine Songwriting-Phase gehe, dann habe ich keine Grenzen. Und ich bin halt jemand, der sagt halt, ey, du kannst machen, was du willst, in gewissem Maß. Und da entstehen auch Fehler, da entstehen halt Momente, die du nicht erleben würdest, wenn du denn dich selber halt irgendwie so sagst, halt nur so und nicht anders. Und gibt es auch Leid, da gibt es auch dann irgendwie so Verzeihung, da gibt es halt irgendwie so Traurigkeit, da gibt es halt Wut, da gibt es halt alles möglich. Und dann in diese ganze Mischtopf von Gefühle entstehen halt irgendwie so eine Perspektive, und das ist das Song, den man dann schreibt. Also so, du hast eine Interpretation von was. Und ich meine, da war eine Zeit, wo ich in L.A. nur unterwegs war. Und hatte ich unglaubliche Heimweh. Und ich meine, das war dann, wo ich denn das genutzt habe, um einfach mich
zu inspirieren. Und ich meine, ich war eigentlich glücklich, aber ich hatte Heimweh. Und Ah, ja. ich versuche immer halt irgendwie so dann die Dinge zu akzeptieren. Also du kannst nicht wenn du traurig bist, kannst du nicht immer einfach abschütteln. Und ich versuche halt dann einfach zu denken, okay, was denke ich jetzt gerade? Und ich bin, also da gibt es halt Momente, wo ich keine Ahnung, wie ich das beschreiben sollte, aber ich glaube, ganz glücklich bringt er nicht unbedingt an den Music. Also, I don't know, aber wenn ich ganz, ganz glücklich bin, dann will ich einfach nur glücklich Einfach sein. Ich nur will ja nicht. am Strand in Irland sein, Ja, vielleicht, oder? ey, ja, absolut, absolut. Schöner Ort. Oh, ich habe Bilder von, du warst lange jetzt auch wieder, ne? Oh, Ja, an der war schön. Küste, ne? Ja. Ja. Aber ist es dann nicht unheimlich schwer, Abschied zu nehmen, oder ist es dann auch gut, dass es mal, dass du mal wieder nach Deutschland gehst? Ich bin in Deutschland auch zu Hause. Ich fühle mich super wohl hier. Ich meine, das Land hat mir so viel gegeben. Ich liebe es auch hier zu sein. Ich hoffe, ich habe genauso viel gegeben. Halt irgendwie so in Form von ich weiß, wie ich das beschreiben sollte. Meine Familie ist hier und es ist auch, ich sage immer, home is where the heart is. Und ich bin meiner Familie in Irland, weil da ist, wo ich herkomme, da bin ich auch zu Hause. Und es ist schwer zu gehen, aber gleichzeitig, ich will auch hier sein. Und deswegen, ich kämpfe mit mir selber nicht. Ich versuche halt einfach zu sagen halt, weißt du, meine Mutter ist auch so, wenn wir uns verabschieden, dann sagt sie halt, geh jetzt. Aha. Weil sie denkt halt irgendwie so, Ja. den Emotionen, die wollen wir nicht jetzt haben, komm, geh einfach. Geh einfach. Und ja. Und es ist, Ja. ja, und ich denke halt, das ist, ich habe irgendwann, weil natürlich mit den Kindern dann irgendwann heißt es halt, wo musst du wieder gehen, wo musst du wieder gehen? Und ich sage immer, du musst halt wissen, wenn ich gehe, bin ich auf der Anfangsweg zurück. Dass man einfach dann irgendwie in sich das bearbeitet, dass es nicht so ein emotionaler Ja. Last hat. Wie ist es für deine Kinder? Also für die ist ja Irland auch, hat ja auch eine große Bedeutung, eine emotionale. Absolut, ich fand es so witzig halt irgendwie so, wenn man jetzt irgendwie so Interviews vom Oasis irgendwie so liest, weil die einfach in Irland ihre Kindheit irgendwie so Urlaub oder Ferien verbracht haben, weil ihre Eltern sind beide Irländer. Und ich fand es so witzig halt, wie das beschrieben man. Das ist ein bisschen so bei meinen Kindern, dass die verbringen ihre Ferien in Irland oder teils. Und das lieben die. Und die haben eine super Connection dazu. Und wir haben natürlich ganz viel Familie und ganz viele Cousins und Cousinen. Und dann sind die auch gerne da. Und die haben schon, steckt in denen drin. Also, die Ja, sind teils ihren. Und so wie die mit manchen Dingen umgehen, da merke ich, wann das irisch ist. hast du dich gefreut mit Oasis, über dass die wieder zusammengekommen sind? Absolutely. Also ich habe es letztens gesagt, halt irgendwie so, die ganze Hype über vielen war für mich nicht nachvollziehbar in eine blöde Art. Also zum Beispiel, diese Sommer hatten wir Coldplay, Adele, Ed Sheeran, Taylor wen haben Swift. wir, Taylor Swift, genau. Und ich meine, wenn ich durch die Liste gehe, da habe ich alle getroffen. Irgendwo und Zeit mit dem verbracht in einer Art, wo ich denke halt, okay, dieser Hype ist vielleicht bei mir nicht so groß angekommen wie bei manchen. Aber zum Beispiel Oasis, ich meine, ganz ehrlich, als Teenager, da habe ich die sowas von gefeiert. Das war Let's go, also als Student irgendwie so. Ja, Und ja. die waren, ich meine, das sind halt so ein rotziger Paar, die immer so gegen die Establishment waren und haben das gemacht, was man nicht machen darf. Und das fand ich irgendwie cool und fand ich richtig cool tatsächlich. Und dann, ich habe auf jeden Fall meine Tickets. I'm going. Da haben sich schon sehr viele, so wie du, auch sehr gefreut, jetzt auf die Konzerte. Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wir gehen für uns selbst dahin. Also nicht für Oasis, weil wir einfach diese Zeit einmal kurz. Nochmal Revue passieren lassen, ne? Ja, genau. Ich hatte es mal bei Skunk und Nancy, die auch eine grandiose Band waren. Und dann bin ich hin und dann habe ich gemeint, okay, das war anders. Aber ich glaube, Oasis auf jeden Fall, die hauen mich um. Es gibt am Ende von dir Thank you. Ich glaube, ich habe noch nie so was Schönes von einem Künstler, zu seinem Publikum gehört. Ich war zu Hause und Josephine war halt, ey, du weißt, da gibt es noch einen Slot. Das war halt so geplante 5 Lieder Deluxe.
Und wir haben uns irgendwie so geeinigt, dass wir was machen, die als so eine Art Dankeschön ist. Und habe ich dann gesagt, wie findest du halt gesprochene Wort, wie so spoken word? Und sie war halt, okay, interesting. Und dann bin Let's do ich halt it. ins, ja, dann bin ich ins Wohnzimmer, habe ich irgendwie so ein Mikrofon aus der Schublade geholt und habe ich das aufgenommen. Und habe ich gemerkt, dass es eigentlich genau das ist, was wir sagen wollten. Und dann weiß man, dass es richtig ist. Und ich meine, in dem Moment, dass ich das aufgenommen habe, habe ich das dann weggeschickt, ohne große so Verurteilung an mich selber. Ich habe gedacht, okay, das ist vom Herzen, das ist das, was ich sagen will. Und du hast es nicht nochmal aufgenommen. Du hast nur diese eine Version gehabt. Ja. Wow. Und das ist auch die, die jetzt zu hören ist. Absolut. Also, aber das sind, wenn du ehrlich sein willst, dann, ich meine, außer dass man, also ich bin schon bei der Audio-Message bei Telefon schon schlecht geworden, weißt du, da bin ich schon bei, hey, ich würde gerne nur sagen, Scheiße. Okay, nee, hi, ich bin's, blablabla. Dann da bin ich schon bei Audio-Message Nummer 7 Ja, und dann denke genau. ich halt, okay, fuck it, hey, hier, bla bla bla, goodbye. Ja, nee, da ist, das ist, ja, das ist, es gibt's auch viel. Also ich meine, du hast ja viele Titel auch mehrmals aufgenommen. Auch das hat seine Berechtigung. Aber in der Kunst, auch in der Malerei, da gibt es diesen Moment, wo auch Künstler sagen, es war die erste Version. Ich glaube, das ist so dieser Fotograf, der früher mit Film gearbeitet hat. Ja. Ich meine, der wusste gar nichts, bis es ankam. Ja. Und ich meine, das ist die absolute Kunst. Da sind halt Momente gefangen, die nur einmalig sind. Und ich klar, heutzutage kann man wirklich alles schon also reparieren oder also ersetzen. Und das. I don't know. Also ich meine, führt das zu besserer Musik? I don't know. I think, dass manchmal die Imperfections waren die Magie. Und es ist immer so relativ. Ne? Are you happy? Yes. Then it's the right thing. Let's go. Und wenn man alles in Frage stellt, dann wartet man sehr lang auf die Antwort. Das ist ein sehr guter Satz. Ja, also wirklich, ja. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen die, was du ja auch hast, das ist so ein bisschen die Gefahr von Perfektionismus. Ja, ich glaube, also bei mir ist zum Beispiel Tuning halt so eine Sache, irgendwie so, wenn ich merke halt, okay, den Ton hast du falsch gesungen, dann will ich die absolut ersetzen, weil ich denke halt, fuck it, da müssen die Leute nicht irgendwie so mich falsch singen hören. Ja. Aber wenn ich anders singe als davor, das stört mich weniger. Also ich kann, weil beim Textschreiben auch, also ich meine, ich stehe vor einem Mikrofon, ich fange an zu singen, aber der Text ist vor mir. Und dann vielleicht beim Singen singe ich was anderes, aber dann ändere ich lieber den Text, weil ich glaube, da hat das Musik dich hingebracht. Und das ist eigentlich wichtiger, als dass du jetzt sagst, nein, nur so und nicht anders. Aber ich hatte es in einer Band, meine erste Band, wo der Gitarrist sehr viel geschrieben hat und ich durfte gar nichts ändern und ich habe es fucking gehasst, irgendwie so solche Musik zu singen. Weil ich war, das denke ich nicht, ich bin das nicht. Und aber Ja. hat mich auf jeden Fall dazu geführt, halt so besser zu schreiben, dass die meine Musik machen wollen. Sehr gut. Und Ja. übrigens, also es gibt, also nicht nur die Musik ist wirklich wunderschön, sehr, 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 sehr berührend. Auch dein Outfit. Also ich finde ja diese Jacke mit diesen Mosaikteilchen, die finde ich ja so schön. Wer hat dir die rausgesucht oder hast du die selber gesucht? Nein, das habe ich gesucht nicht. Das ist halt irgendwie so, sitzen zu Hause und oh, ich glaube, ich sehe mir den Spiegeljacke heute an. Also, nee, das ist eher so die, die Kati, das ist Kati Glas, die ist unsere so Stylistin und ist schon seit Jahren. Und Josephine und ihr spinnen denn manchmal. Und ich habe eine Meinung schon dazu, aber ich bin eher so, ich denke, wenn es ankommt, denke ich halt, okay, wow, cool. Und ich meine halt irgendwie so, dass die Kathi ist super begabt. Und ich meine, das ist unsere Nachbarin. So haben wir uns kennengelernt. Sie ist halt irgendwie Oh, so das ist echt ja, großartig. bei uns eingezogen und dann hat sie angefangen. Und sie macht es für mehrere halt irgendwie so jetzt, Ja. aber. Am Endeffekt hat sie, glaube ich, immer diese freie Hand, wo sie kriegt halt, wie um was es geht und etc., dann die Ideen und dann fängt sie an, kreativ zu sein. Und es ist,
schon eine Art Kunst, wie sie es macht. Wieso leider ist sie ja Modell, halt, ihr Model ein bisschen wie so enttäuschend, aber ich gebe mein Bestes. Aber die Klamotten sind auf jeden Fall stark, Sie finde hat ein ich. gutes Gefühl für dich, glaube ich. Und ich finde, das passt sogar zu der Frisur. Du hast ja noch deinen Vukuhila, oder? Ja, natürlich. Also das Ding ist halt, wenn man das schon mal einmal gemacht hat, dann denkt man halt, okay, Jetzt bleibt's. jetzt bleibt es halt irgendwie so. Aus, ne? Es gab ja verrückte Diskussionen am Anfang, aber mittlerweile passt es einfach zu dir. Also wichtig ist natürlich nicht so viel darüber nachzudenken. Das ist so mein Gedanken, weil im Endeffekt bei Haare, da habe ich wenig Bedenken, weil es wächst wie Rasen. Und ich bin halt irgendwie so, also das sind die zwei Dinge, die ich gut kann, ist reden und Haare wachsen lassen. Und ich denke halt, Change ist manchmal halt cool. Und ich bin schon ein absoluter Believer in Happy Wife, Happy Life. Also denn in dem Form, Josephine hat mir ein Bild geschickt. Willst du das probieren? Ich sage, findest du es gut? Ja, okay, probiere ich. Großartig. Ja, aber ich finde es auch, also auch mein Mann, der hat so schöne Locken und der geht immer dann zum Friseur und schneidet die ab und ich finde es immer so traurig und dann sagt er, Silvia, das wächst doch alles wieder nach, was soll das, ja? Aber ich glaube, wir Frauen sind da ein bisschen, ich weiß nicht, wie Josephine ist, aber für mich sind Haare, also da tue ich mich immer schwer, also da was abzuschneiden und, aber Männer sind da, also du bist da auch eher unproblematisch, wächst wieder nach. Ja, also ich bin froh jetzt, wenn ich in die Dusche gehe, dass ich nicht eine halbe Stunde danach brauche, um dann ganze Mähne halt irgendwie so zu trocknen und so. Und nee, Josephine ist auch so, Haar ist halt irgendwie so wichtig, aber ich glaube, es ist so eine personenabhängige Sache, halt irgendwie so. Ich bin da und ich habe immer, um eine neue Phase durchgemacht, habe ich mir immer den Kopf rasiert. Ach, Und interessant. da war halt so für mich so ein Neugeburtsgefühl, so ein Reinigung von das Alte und fand ich immer cool. Und dann habe ich Josephine kennengelernt hab und die, also als Josephine mich kennengelernt hat, ganz ehrlich, was ich für eine Frisur hatte, das würdest du wirklich sagen, nein. Das, also ich hab so ein kleine Iro oben und dann einen Ten hinten und alles andere wegrasiert. Und ich meine, ganz ehrlich, dass sie sich überhaupt mich angeschaut hat, bin ich. Racy hat sofort die inneren Werte von dir erkannt. Ja, wenn du Wie meinst, I go with it. schön. Ich wünsche dir für die Veröffentlichung alles, alles Liebe. Und es war wie immer mit dir, ja, es war einfach schön, weil mit dir kommt man sofort zur Sache und Deep Talk sagt man, glaube ich, sofort. Danke. Ich freue mich immer auch. Also, mach's gut und grüß mir deine Frauen, Kati, Josephine und Amor und dein anderes Kind. Mache ich auf jeden Fall. Danke.